Hi, willkommen zur digitalen Werkstatt. Ich bin Lucian und ich möchte heute mit dir oder euch in die Welt der Farben eintauchen. Noch vor dem Bauhaus gab es die Kunstgewerbeschule in Weimar und schon dort hat man sich sehr, sehr intensiv mit Farben auseinandergesetzt. Farben umgeben uns, wohin wir schauen, und Farben wirken auf uns, selbst wenn wir es nicht ganz bewusst vermerken können. Deswegen ist es in der künstlerischen Gestaltung eines der wichtigsten Mittel, über das man möglichst gut Bescheid wissen wollte. An der Kunstgewerbeschule hat man dazu zum Beispiel Studienarbeiten gemacht, in denen man Naturaufnahmen versucht hat, in reine Farbfelder zu übertragen. Johannes Itten am Bauhaus ist einen Schritt weiter gegangen und hat versucht herauszufinden, wie die persönliche Verbindung zwischen Mensch und Farbe so funktionieren könnte. Und er hat dazu eine Verfahrensweise entwickelt, die ich heute mit euch ein wenig nachempfinden möchte. Dafür braucht ihr natürlich heute wieder ein Material, möglichst mit vielen Farben. Das können Stifte, Farben, Malfarben, alles Mögliche sein. Schaut einfach mal, was ihr so findet. Wichtig ist nur, dass ihr eure Farben in kleine quadratische Felder schneiden könnt, denn ich möchte mit euch ein Farbraster machen. Dafür zeichnet ihr euch ein Rastersystem auf, zum Beispiel 5x5 Felder oder 6x6, immer in Quadraten, nach der Größe, wie ihr das für richtig empfindet. Nicht zu klein, nicht zu groß. Dann nehmt ihr eure Farben. Bei den Farben ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass die euch ansprechen. Die sollten euch besonders gefallen. Vielleicht sind es eure Lieblingsfarben, vielleicht sind es Farben, die gut zu euren Lieblingsfarben passen. Dabei werdet ihr schnell merken, Rot ist nicht immer gleich Rot, Blau ist nicht immer gleich Blau. Schaut in die verschiedenen Nuancen rein, probiert ein bisschen rum, bis ihr wirklich die Töne findet, die euch gut gefallen, und im nächsten Schritt dann versucht, sie zusammenzubringen. Und genau in diesem Zusammenbringen könnt ihr jetzt auf dem Raster spielen. Platziert sie auf verschiedenen Flächen, so lange, bis das Raster komplett gefüllt ist, und so werdet ihr am Ende euer persönliches Farbraster haben. Dabei viel Spaß, macht uns unbedingt ein Foto, postet es gerne, benutzt das Hashtag digitale Werkstatt, dann können wir es auch sehen, oder schickt uns eine Direktnachricht, wir würden uns sehr freuen. Viel Spaß!